Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Amnesia. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Mir ist mal aufgefallen, ich sag das eigentlich irgendwie jedes Mal. Wo sind wir denn stehen geblieben? Was müssen wir denn machen? Ich muss mich noch mal ein bisschen schütteln. Der Sockel Altar. Genau, wir wissen immer noch nicht, wie wir da reinkommen. So, das Schloss ging ja nicht auf. Egal, was. Vielleicht müssen wir weiter zurück. Ich weiß nicht, da hinten war nichts. Da drüben haben wir auch alles durchsucht. Können aber eigentlich gerne noch mal gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts. Mehr jedenfalls, hoffe ich. Dass ich jetzt nichts übersehe. Oder übersehen habe. Da können wir es mal so ausgehen. Was ist hier hinter? Nein. Hier hinter? Nein. Aber hey, cool. Hier könnte man sich gut verstecken. Bestimmt auch dafür gedacht. Ist hier irgendwas? Hello, my hobos. Dahinter könnte man sich auch verstecken. Das Buch. Ist hier irgendwas? Nö. Das kann ich mir nicht erklären. Ja, es war, ich weiß, die letzte Folge war ein bisschen langweilig. Das tut mir auch leid. Aber es gehört halt dazu, ne? Ich mache nur bei bestimmten Let's Plays so ein bisschen Zusammenschnitt über Gun Monkeys, was ich gespielt habe. Da fand ich es zum Beispiel sehr lustig, aber ich finde, bei Sonnenspielen gehört das halt, das Suchen gehört dazu. Oder wie seht ihr das? Rein in die Comments. Mean Lloyds. The Bros. So, dann gehen wir nochmal zurück. Und wir schütteln uns jetzt mal, wir rennen zum Anfang und dann machen wir nochmal Looky Looky am Hauptschiff. Gucken, was unser Homie wieder zu sagen hat hier. Sanfte Grüße. Oh, ich habe nur keinen Bock. Ich hoffe, dass dieser Bengel. Wir haben ja über Lichtern gemacht, da war's, das war's aber nicht. Hier wollen. So, die Tore kriegen wir ja nicht auf. Das läuft nicht so. My pupil. Yes, I do take pride in that. Is it so wrong? Was können wir denn machen? Man hört hier ja was. Aber vielleicht hier oben noch weiter? Nee, von hier kommen wir. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wir brauchen ja irgendwas, was die Türen öffnet. Und hier hören wir was, oder täuscht mich das? Wie in dem Knastraum, aber da haben wir alles durch. Da gibt's einfach nichts. Nee. Och, komm, rollt mich nicht. Ha! Was ist das jetzt, oder was? Ich werd verrückt. Ernsthaft? So simpel, da schmeiß ich doch glatt einen Stuhl. Wie soll man denn darauf kommen? Ist da noch irgendwas? Oh, ich raste aus. So simpel war das. Gehen wir jetzt die Choke auf, oder was? Nee. Das Tor? Was war denn hier los? So. Alter, hör auf mit dem Schmu. Hat es jetzt was gebracht, dass wir das anhatten? Nee. Wahrscheinlich. Es ist jetzt aber nur eine Vermutung. Wenn wir jetzt zurückgehen, vielleicht ist ja denn, vielleicht können wir jetzt das Tor öffnen? Aber das wäre Blödsinn. Warum? Wir gucken jetzt einfach mal. Wir gucken jetzt einfach mal. Jetzt ging das da. Ging das da auch? Nee, gut. Okay, er ist nicht hier. Das macht mir am meisten Sorgen, dass der Bubi hier vorbei guckt. Oh Mann. Vielleicht kommen wir jetzt hier hinten rein. Mal gucken. Oder hätte ich vorher zum Knast gehen sollen, wo das Geräusch war? Weil da war ja auch dieses klimpernde Geräusch.
Vielleicht sollte ich da auch mal auf die Decke gucken. Ich weiß ja nicht. Lässt sich nicht bewegen. Das kann doch nicht sein. Es ist aus stabilem Metall und gutem Zustand. Das bringt nichts. Da kommen wir nicht so rein. Das heißt, es muss irgendwo anders noch was sein. Sind wir aus Zufall ja schon mal einen Schritt weiter gekommen. So, ein bisschen. Ich gucke jetzt nochmal im Knastsaal. Das kann ja nicht sein, weil die Zahnräder, ich denke mal, ja, das ist was mit dem vorigen Bereich zu tun hat. Und da finden wir bestimmt auch diesen Zettel oder was auch immer der Typ haben wollte. Wo ist so Zettel? Ein Liebesbrief. Oh, 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 oh. Schlug der über mit den Tropfen zu verschwinden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald. Warum trinkst du auch so dicke Flüssigkeiten? Das ist ja pfui. So, wir hatten hier doch einen Knast. Glaube ich, hier mich dran zu erinnern. Sein jetzt. Sind wir schon ein Stück weiter gekommen, aber irgendwie auch nicht. Bewegt sich doch eindeutig was. Wohin, wohin? Ist aber auch nichts, ist hier. Das ist Schwänerei. Nur Hirnmaden, wie man hört. Die ist durch mein Brain essen. Das Gehirn auf meinem. Ist nix, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist mal ernsthaft. Bruder, war der Fisch hier. Das ist doch nicht wahr. Was hat uns das denn jetzt gebracht, dass wir hier die Zahnräder verbunden haben? Wir müssen da mal reingucken. Ob uns das was bringt, das weiß ich nämlich nicht. Bauen wir uns hier mal so ein Podest nach oben. Oh Gott, ich wurde von ihm begangen. Sorry. Ich musste kurz abwehren. Ja, es ist ein bisschen später heute, wo ich aufnehme. Das magische Licht sieht sie. Ist hier sonst noch was? So, was hat das jetzt gebracht, frage ich mich. Was hat das gebracht? Das frage ich mich jetzt wirklich. Was? Wir haben es ja jetzt verbunden. Das heißt, da sind Rohre. Übersehe ich hier irgendwas? Das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Wir müssen ja da hinten irgendwie reinkommen. Das Tor kann von hier nicht geöffnet werden. Das habe ich schon verstanden. Von wo dann? Hm. Vielleicht jetzt nach oben? Ach, waren oben nicht diese Hebel, die wir noch hatten? Siehst du mal, da fällt mir ja gerade ein. Nichts mit, wir können nicht zurück. Das hier war ja eigentlich auch nur. Genau, hier ging ja diese Treppe nach oben. Und das könnte ja sein. Es könnte sein. Dass da oben. Ach, ich höre schon wieder Klimper-Klimper-Geräusche hier. Das ist nicht cool. Ja, hier ganz ruhig. Noch ein bisschen Licht machen und so. Hier ist hell genug. So, wo war das denn nochmal? Wir hatten ja doch irgendwo dieses. Alter. Das Gefühl, da kommt. So, jetzt haben wir ja hier diese. Ah.
Mensch, sind wir gut. Das Geheimnis ist gelüftet. Es war so simpel, es waren einfach diese beiden Hebel. Unglaublich. Dann gehen wir mal wieder runter und gucken, was passiert ist. Gucken, ob unser Homie jetzt wieder da ist und uns angreifen will. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Was ist los? Was machen die mit mir? Ich würde das echt gerne wissen. Warum er so ein Wrack ist. Wir machen erstmal Geh dazu. Und so. Dad, good to see you. Ja, you moin. Got the doors open? Good going. I knew you could do it. Aber was erwartet uns hier drin? Gott. Kann ich hier... Ich werde es bestimmt bereuen, dass ich das tue. Huh, Fliegen, Mücke. Oh mein Gott. Jetzt wieder zurückdrehen, oder was? Nee. Okay, das war's noch nicht. Ich meine, hätte er sein können, gell? Und Stein einfach mal hier reinschmeißen. Ja, es tut mir leid, wenn ich jemanden da unten getroffen habe. Sorry, I'm so sorry. So. Ab zum Querschiff. Gucken, was da so geht. Puh, Schwitze. Ich hab die ganze Zeit. Ich hoffe nicht, dass dieses Vieh nochmal auftaucht. Das wäre mega uncool. Das ist ein mega offener Raum. Was zur Hölle? Wo sind wir hier? How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me, Orphan! Kill me! This one. Prepare him. Ach, hier war so eine Art Opferraum, oder was? Die armen Schweine, ernsthaft. Da ging's nach oben? Hier sind noch ein paar Türen. Oh Gott, wo geht's hier hin? Oh, ich will eigentlich gar nicht gucken, gell? Aber ich muss, ich bin so neugierig. Oh Gott, was ist hier passiert? Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihren Rücken zusammengebunden. Sie fühlten, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte ihren Schultern, gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Ah, die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und sie zum nächsten Schritt überging. Meine Fresse. Oh, will ich da reingucken? Stück. Ah, da ist ein Stück der Kugel. Okay. Kranke Schweine. Oh, mit Gewicht dran. Ich rast aus. Ihr seid ja fiese Motherfuckers. Nehmen wir mal hier. Oh. Ach du Scheiße, geistiger Zustand. Das war nicht gut, wir müssen hier raus. Komm schon, beruhig dich, Kleiner, beruhig dich. Gott. So können wir ja wieder, wenn das Vieh kommt, sind wir richtig hinüber. Will ich da rein? Huch. The cradle is ready. Good. You, you're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a madman. It was an accident. He set a man on fire. Krass. It wasn't my fault. Why won't anyone listen?
That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Tja, ich merke schon. Die einzigen Monster hier sind wir. Wahrscheinlich. So, ich mache jetzt aber eine kleine Pause. Wir beenden jetzt in diesem Gang unsere Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und mal gucken, was uns hier hinten bei dieser Tür erwartet. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Haut rein, euer Meffi. Tschüssi. Und wieder geht eine Folge von Amnesia vorbei und meine Fresse, es hat gedauert, aber wir haben es endlich geschafft. Es war über diesem Tisch, ich habe es bei den letzten Malen einfach nicht gesehen. Naja, man lernt halt dazu. Oder man, vielleicht sollte ich mal meine Augen untersuchen lassen, weil diese Luke war ja echt auffällig. Ich bin der Meinung auch, wir haben mal zur Decke geguckt, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Na egal, ich wollte nicht weiter voll labern. Ihr habt mich gerade eben schon genug labern gehört. Ja, wenn euch der Kram gefallen hat, den ihr gesehen habt, könnt ihr euch unten links könnt ihr mich abonnieren. Das wäre echt klasse von euch. Oder einen Comment da lassen. Daumen hoch, Daumen runter, was auch immer die Kritik. Ich bin für alles offen. Oben links seht ihr alle Folgen von Amnesia, wenn ihr möchtet. Unten rechts seht ihr mein anderes Projekt wie The Forest oder The Walking Dead. Ihr findet aber noch viel mehr auf meiner Seite. Und danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, wenn ihr jetzt diese Endcard seht, mit der ich mir viel Mühe gegeben habe, die ich jetzt endlich nach Monaten hingekriegt habe. Und in dem Sinne viel Spaß noch auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal reinhauen. Euer Meffi. Bye, bye.